schönen guten Abend. Ich grüße alle, die den Weg hier hingefunden haben, obwohl wir hohen Besuch im Haus haben und da einige Termine jetzt sich doppeln. Ich hoffe, dass das jetzt für alle in Ordnung ist. Ich freue mich auf jeden Fall, Henning Jürgens begrüßen zu dürfen, der heute über Selbstmarginalisierung der Täufer und rechtliche Reaktionen auf Unsicherheit bei den Täufern im Nordwesten Europas sprechen wird. Das Bild muss ich nicht korrigieren. Also in Natur ist das, finde ich, besser. Was ich korrigieren muss, ist die Universität Mainz. Also das ist die ganz falsche Spur, sondern schauen Sie eher in das Leibniz-Institut für europäische Geschichte und da dann in die Abteilung abendländische Religionsgeschichte. Da dürfen wir Henning Jürgens verorten. Dort aktuell tätig in vielen Verwendungen, vor allem als Projektleiter, aktuell Retopia, Religious Toleration and Peace, ein Projekt, ich glaube EU-finanziert, davor Leiter des Forschungsbereichs Pluralisierung und Marginalität. Pluralisierung haben die Münchner, glaube ich, auch irgendwann im Titel gehabt, eine Verwendung einer Schiffbrille in der Forschung, die sehr üblich ist. Aber die Mainzer sind da schon seit Jahren unterwegs und zuvor sehr erfolgreich zu Ende geführt. Ein Leibniz, ein kompetitives Leibniz-Projekt. Repräsentation des Friedens, da war er Koordinator. Der Henning Jürgens ist in Mainz seit 2003, also schon lange Jahre. Lebensweltlich oder biografisch ist das aber sozusagen der Ausrutscher nach Süden. Ansonsten weist alles nach Norden. Davor war er einer der aufbauenden Mitarbeiter der Johannes Alasco Bibliothek in Emden, die in der großen Emder Kirche errichtete Kultur, historische Bibliothek, die ein Forschungszentrum geworden ist, vor allem für alle reformierten Bekenntnisse eine ganz berühmte Adresse. Und in diesen Zusammenhängen sind verschiedene Publikationen erwachsen. Zum einen Van Hock und Ruhrecht, das ist der Hausverlag der Mainzer Akademie, in Streitkultur und Öffentlichkeit im konfessionellen Zeitalter, als Mitarbeiter eines Forschungsinstituts ist er da ja auch beruflich mit beauftragt. 10 Co-Herausgeberschaften hat diese Liste, mit denen ich sie jetzt nicht behelligen werde, aber darunter eben so interessante Titel wie An den Rand gedrängt, Den Rand gewählt, Marginalisierungsstrategien in der frühen Neuzeit oder eben aber auch Religion und Mobilität zum Verhältnis von raumbezogener Mobilität und religiöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa. Was hier auf dem Tisch liegt, ist ein Feld, was auch noch in seinen Bericht kommt. Evangelische Theologie und Geschichte hat er in Hamburg mit dem Magister abgeschlossen, damals noch der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Auch ein Sammelband, die Reihe Frühneuzeit in Tübingen erschien, auch eine ziemlich arrivierte Platz zur Publikation. Neben den Co-Autorschaften sollte man etwas aufführen, was ganz selten geworden ist. Er ist auch Editor, also tatsächlich Herausgeber wissenschaftlicher, historischer Quellen, darunter eben den Konsens von Sandomirsch, da komme ich gleich zu, ein Religionsvertrag, der in Polen geschlossen wurde. Und das andere ist dann zentral in der Theologie, die Debatte um die Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie. Das ist eine Edition mit Frau Dingel zusammen in dieser Kooperation. Das ist die langjährige Chefin Irene Dingel in Mainz gewesen. Eine sowas, ich würde sagen, Anthologie, Schlüsseldokumente der frühen Wirksamkeit Martin Luthers. Also bestimmt das Bändchen, was am meisten gelesen wird, vermute ich mal. Also sonst natürlich auch, aber das ist auf jeden Fall sehr verdienstvoll. Ich glaube, Gütersloh erschien, Gütersloh Verlagskurs. Schon vergriffen, also Bestseller. Das heißt, diese beiden Bände beziehen sich dann auch auf Quellen. Jetzt kommen wir tatsächlich dann zu den Qualifikationsschriften. Wir haben nicht gedruckt vorliegende Dissertation, die bei Moor Siebeck in Tübingen erschienen ist, 2002, über nämlich jenen Johannes Alasco, der eben in Emden schon mal auftauchte. Das muss man erstmal schaffen, im Umfeld der Promotion 4 Veröffentlichungen zu spielen. Man kann es übersetzen lassen. Das ist nämlich mit der Dissertation passiert, aber dann doch mit der Ausstellung zur Dissertation Jan Waski, also eine polnische Übersetzung, denn er ist ein wahrlich europäischer Reformator,
ein Leben in Büchern und Briefen, Ausstellungen, die dann eben entstanden sind im Umfeld der Dissertation. Die Dissertation in Göttingen, 2000 bei Bernd Möller und Hartmut Lehmann. Und das ist eigentlich auch der Konnex. Ich will mir das ersparen, zu viel biografische Übereinstimmungen jetzt hier zu finden. Wir haben, im Grunde hat Alasko uns 3 Jahre, mir jedenfalls, über die Schulter geschaut. Wir haben einen Arbeitsraum geteilt in der alten UB, in der Paulinerbibliothek in Göttingen und waren da sozusagen Zimmergenossen. Und der war immer im Raum, eben neben dem Ostfriesentee. Das ist auch noch eine Vorliebe von Henning Jürgens. Und Bernd Möller ist eben genannt worden, dem ständigen Insistieren auf die Promotionsbilanz. Das Kabinettenkolleg war sehr output-orientiert und die Promotionsbilanz, darum ging es immer. Und Henning Jürgens hat dazu beigetragen und hat geliefert. Nicht? Also das ist der Abschluss meiner kleinen Einführung, die ein bisschen das konturiert, was mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten verbunden ist. Ich wünsche uns einen spannenden Vortrag. Henning, du hast das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung, dass ich hier zu Ihnen sprechen darf. Und ich muss gleichzeitig mit einer Captatio Benevolentia beginnen, beziehungsweise heute sagt man eher Full Disclosure. Was ich Ihnen im Folgenden vortragen möchte, ist die adaptierte Fassung eines bereits zur Publikation eingereichten, aber krankheitsbedingt noch nicht vorgetragenen Beitrags zu einer Tagung. Und bei dieser Tagung ging es um konfessionelle Rechtskulturen. Deswegen wird es jetzt also der Begriff der Rechtskultur eine größere Rolle spielen in diesem Vortrag, als das in dem Kontext Ihrer Vorlesungsreihe vielleicht zu erwarten wäre. Ich hoffe, dass Sie sozusagen die Anknüpfungspunkte an Ihr Thema der Sicherheit und der Unsicherheit in der frühen Neuzeit finden werden. Und Andreas hat es angesprochen, das Stichwort Selbstmarginalisierung ist eben auch eine Referenz an diesen Forschungsbereich, für den ich im Institut für Europäische Geschichte zuständig bin, in dem es eben um Marginalität und Pluralisierung geht, so der Übertitel. Und wir haben eben eine Tagung gemacht, der Tagungsverband ist erwähnt worden, wo es um sozusagen freiwillige Marginalisierungsprozesse ging und wo ich die Selbstpositionierung der täuferischen Gruppen nach 1527 als Prozess der Selbstmarginalisierung interpretiert habe. Und der heutige Vortrag schließt ein wenig daran an und konturiert die verschiedenen Formen, wie weit täuferische Gruppen sich in das sozusagen Rechtsgefüge der frühen Neuzeit, vor allen Dingen des Reiches, einsortieren. Ich möchte eine Abfolge von 10 Abschnitten, verschiedene Aspekte der Frage erörtern, welche Rolle die Täufer, der Umgang mit ihnen und ihre Reaktion darauf für das frühneuzeitliche Recht spielten und ob man von so etwas wie einem täuferischen Beitrag zu den konfessionell geprägten Rechtskulturen der frühen Neuzeit annehmen kann. Ich blende Ihnen die thematischen Abschnitte ein. Die begleitende PowerPoint erfüllt eigentlich rein illustrative Zwecke. Ich habe ein paar sozusagen schwer lesbare Zitate mit reingenommen und so. Die Themenformulierung mag im ersten Moment überraschend, ja widersprüchlich klingen. Weder ruft die Behandlung der Täufer durch die Obrigkeiten in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Bewegung die Assoziation Rechtskultur hervor, noch scheint die täuferische Bewegung prima vista eine Rechtskultur ausgebildet zu haben. Folgt man etwa der Arbeit von Clarence Bowman über die Gewaltlosigkeit im Täufertum, so lässt sich von einer typisch, Zitat, täuferischen, biblizistischen Verneinung christlicher Verantwortung für die Rechtsordnung sprechen. Damit wurden sie, die Täufer, in den Augen vieler Zeitgenossen zu einer Bedrohung für die gesellschaftliche Ordnung und zu einem Sicherheitsrisiko. Entsprechende Reaktionen riefen sie bei Obrigkeiten und Gesetzgebern hervor. Die Täufer sind also je nach Betrachtungsweise die Ausgegrenzten oder die sich selbst außerhalb Stellenden, jedenfalls in vieler Hinsicht die Außenstehenden der Phänomene von Recht, Konfession und Politik. Eine Konfessionskultur des Rechts
scheint für die Täufer auf den ersten Blick nur schwer auszumachen. Dennoch soll im Folgenden der Versuch unternommen werden, Elemente dessen zusammenzutragen und zu diskutieren, was als täuferischer Beitrag zur Rechtskultur im 16. und 17. Jahrhundert verstanden werden kann und womit die Täufer an der Trias der Begriffe Recht, Konfession und Politik vielleicht doch teilhatten. Dabei gilt es besonders zu fragen, ob sie eine distinkte Form der Rechtskultur aktiv ausgeprägt haben oder ob sich die Täufer lediglich an die jeweiligen Umstände und Praktiken ihrer Zeit einfügten, sich ihnen anpassten und auf Gefährdungen reagierten. Geht los mit dem Teil die Anfänge des Täufertums. Die rechtliche Situation der Täufer stellte sich von Beginn an als problematisch und prekär dar. Schon in den ersten greifbaren täuferischen Ideen in den frühen 20er Jahren, im Kontext der Wittenberger, vor allem aber der Schweizer Reformation, trafen auf den heftigen theologischen Widerstand von Seiten Luthers und seiner Mitstreiter, vor allem aber von Zwingli. In Zürich stellte sich der Rat schnell und mit aller Härte gegen die Wiedertäufer, deren Lehre als theologische Häresie und zugleich als politisch aufrührerisch bekämpft wurde. Neben der Wiedertaufe, respektive der Erwachsenen- und Glaubenstaufe, waren es besonders die Elemente der Eidverweigerung und der Infragestellung der christlichen Obrigkeit, die als grundstürzend für die gesellschaftliche Ordnung und als Gefährdung der Sicherheit wahrgenommen und aufs Schärfste geahndet wurden. Und jetzt kommt das Zitat: Wie öffentlich am Tag liegt, bisher daraus mit anders dann merklich Ärgernis, Entbehrung und Aufruhren, wieder christlichen Oberkeit, Zerrüttung gemäß christlichen Frieds, brüderlicher Lieb und bürgerlicher Einigkeit und endlichen allen Übels gefolgt ist. Im Januar 1527 wurde Felix Manz in Zürich in der Limmat ertränkt. Hier ein Bild aus einem Manuskript des 17. Jahrhunderts. Manz war eines der ersten in einer langen Reihe von Todesopfern der gewaltsamen Unterdrückung der täuferischen Bewegung. In den folgenden 10 Jahren zählen die täuferischen Märtyrer mindestens nach Hunderten, auch wenn die genaue Berechnung von Opferzahlen schwierig ist. Vor allem in den Habsburger Herrschaftsgebieten, aber auch in den Schweizer Städten und in den Gebieten Oberdeutschlands wurden zahlreiche Todesurteile vollstreckt. Habsburgische Edikte des Jahres 1527 gingen dem reichsweiten Verbot im Speyerer Edikt 1529 voraus, das von allen Reichsständen beschlossen für die folgenden Jahrhunderte als bleibende Rechtsgrundlage für die Verfolgung der Täufer diente. Statt auf den Häresievorwurf gründete sich die Verurteilung auf die daraus abgeleitete Anklage wegen weltlichen Aufruhrs. Die Todesstrafe wurde nicht nur für die Wiedertaufe, sondern auch für die Taufenthaltung bei den eigenen Kindern und auch für Unterstützer verhängt. Die Regelungen des Speyerer Edikts wurden auf dem Reichstag in Augsburg 1530 bestätigt und die Lehre der Wiedertäufer auch in der Confessio Augustana in mehreren Artikeln theologisch verworfen. Von Anfang an sahen sich die Täufer also einer gemeinsamen Front theologischer und obrigkeitlicher Bekämpfung gleichermaßen auf katholischer und protestantischer Seite gegenüber. Aber es soll hier kein reines Opfernarrativ reaktiviert werden, wie es die täuferische Geschichtsschreibung lange gepflegt hat. Die Forschung der letzten 50 Jahre hat die sozialrevolutionäre Phase der allerersten Jahre der Täuferbewegung bis in alle bekannten Details ausgeleuchtet und den antiklerikalen Impuls der Täufer besonders deutlich herausgehoben. Die sogenannte Polygenesis-Hypothese von James Steyer, Werner Packow und Klaus Deppermann hat Wert darauf gelegt, dass es in den frühen Jahren, besonders in der Zeit des Bauernkriegs, durchaus auch Ansätze dazu gab, täuferische Vorstellungen in Übereinstimmung mit der weltlichen Obrigkeit in ganzen Ortsgemeinden umzusetzen, also etwa in der Gemeinde von Balthasar Hubmaier in Waldshut. Doch mit der Niederschlagung der Bauernaufstände und der Hinrichtung von Felix Manz in Zürich war dieses Konzept zu Beginn des Jahres 1527 gescheitert. Also ein ganz kurzer Zeitraum, erstes Auftreten der Täufer 1522 in Zürich, nach 5 Jahren ist im Grunde genommen dieses Thema durch. Eine Zusammenkunft von schweizerischen und oberdeutschen Täufern traf sich daraufhin in Schleitern am Randen in der Nähe von Schaffhausen und formulierte in der sogenannten Brüderlichen Vereinigung nur wenige Wochen nach der Hinrichtung von Manz im Februar 1527 das radikale Gegenprogramm.
die teuflische Separation von der Welt, die Absonderung oder, wie ich an anderer Stelle argumentiert habe, das Programm einer Selbstmarginalisierung. Auf das Scheitern zahlreicher teuflischer Anfänge im Zusammenhang mit dem Bauernkrieg, auf die wachsende gewaltsame Verfolgung und die beginnende systematische Juridifizierung dieser Verfolgung, kurz auf eine Situation höchster Unsicherheit über ihre Zukunft, reagiert die Täuferbewegung mit der selbst auferlegten Abkehr von der Gesellschaft. Die Absonderung von der als sündhaft empfundenen Welt wird zum täuferischen Grundprinzip, das in den Schleithammer Artikeln ausdrücklich formuliert wird. Und jetzt bringe ich Ihnen da ein bisschen die Belegstellen. Absonderung vom Bösen und Argen, das der Teufel in die Welt gebracht hat. Ein bruchloser Übergang vom Teufel praktisch zur Mehrheitsgesellschaft, nämlich mit Ihnen. Also Sie sehen hier, soll geschehen von dem Bösen und von Argen, das der Teufel in der Welt gepflanzt hat. Also allein, dass wir nicht Gemeinschaft mit Ihnen haben und mit Ihnen laufen in die Gemenge Ihrer Gräuel. Dann weiter, nun ist ja je nichts anders in aller Kreatur, dann Guts und Böses, gläubig und ungläubig, Finsternis und Licht, Welt und die aus der Welt sind, Tempel Gottes und die Götzen. Also scharf dualistisch gegenübergestellt, Christus und Belial, und keines mag mit dem anderen teilhaben. Nun ist auch uns das Gebot des Herrn offenbar, in welchem er uns hat abgesündert, heißt abgesündert sein und werden von dem Bösen. So will er unser Gott sein und werden wir seine Söhne und Töchter sein. Also nur in der konsequenten Absonderung von der als sündhaft begriffenen Welt ist wahre Gotteskindschaft möglich. Aus dem allen sollen wir lernen, dass alles, was nicht mit unserem Gott Christo vereinigt ist, nichts anders sei, dann die Gräuel, welche wir meiden sollen und fliehen. In dem werden vermeint alle päpstlich und widerpäpstliche Werk und Gottesdienste. Also nicht nur die Papstkirche wird abgelehnt, sondern eben auch die reformatorischen Ansätze in Zürich und anderswo. Und dann in demselben Aufwasch sozusagen die Werk- und Gottesdienste, die Versammlungen, der Kirchgang, die Weinhäuser, die Bürgerschaften und die Verpflichtungen des Unglaubens und anderer mehr dergleichen, was die Welt für hoch hält und doch stracks wieder dem Befehl Gottes gehandelt werden. Also nicht nur die Aufkündigung der Gemeinschaft mit innerhalb der Kirche, sondern auch die Gemeinschaft in der Bürgerschaft und in den Weinhäusern, also sprich in den Orten des gesellschaftlichen Lebens insgesamt. Eine vollständige Abkehr von der Welt. Weitere Artikel dieser brüderlichen Vereinigung behandeln die Glaubenstaufe, die Abendmahlslehre und den Bann, also die Kirchenzucht, sowie das Gemeindeverständnis. Der sechste der Schleithammer Artikel vom Schwert widmet sich dem Obrigkeitsverständnis. Die weltliche Obrigkeit wird als göttliche Ordnung anerkannt, doch abschließend heißt es: Zuletzt wird gemerkt, dass es den Christen nicht mag ziemen, ein Oberkeit zu sein in den Stücken. Der Oberkeit Regiment ist nach dem Fleisch, so ist der Christen nach dem Geist. Ihr Bürgerschaft ist in dieser Welt, so ist der Christenbürgerschaft im Himmel. Ihres Streits und Kriegswaffen seien fleischlich und allein wieder das Fleisch. Der Christenwaffen aber seien geistlich, wieder die Befestigung des Teufels. Die Weltlichen werden gewappnet mit Stahl und Eisen, aber die Christen seien gewappnet mit der Harnisch Gottes, mit Wahrheit, Gerechtigkeit, Fried, Glauben, Heil und mit dem Wort Gottes. Es ist hier leider nicht die Zeit, die Rolle des Schwerts der Obrigkeit in den Schleithammer Artikeln zu kontrastieren mit den durchaus abweichenden Positionen bei Hans Huth und vor allem Balthasar Hubmaier, die an ihren Wirkungsorten in Waldshut bzw. in Mähren zumindest zeitweilig eine andere Obrigkeitskonzeption durchsetzen konnten. Die lutherischen Brüderhöfe in Mähren nehmen in dieser Hinsicht und in der Ausbildung von schriftlich fixierten Gemeindeordnungen eine Sonderstellung im Täufertum ein. Für die Gesamtheit der täuferischen Bewegung entscheidender ist jedoch der gescheiterte und gewaltsam niedergeschlagene Versuch in Münster 1533-34 ein apokalyptisch-chiliastisches Täuferreich zu errichten. Die Ereignisse fungieren als der endgültige Kipppunkt in der täuferischen Fremdwahrnehmung. Nach der Eroberung der belagerten Stadt wird die Gleichsetzung von Anabaptismus und Aufruhr ein sozusagen fest vorgeprägtes Image für katholische wie evangelische Obrigkeiten, ein Schreckensbild, das zur Rechtfertigung der Verfolgung
und rechtlichen Unterdrückung der Täufer noch für Jahrzehnte angeführt und aktualisiert werden kann. Der Verweis auf den Geist von Münster reicht über lange Zeit aus, um die Täufer pauschal als Aufrührer und Gefährder der öffentlichen Sicherheit zu diskreditieren. Dagegen folgte für das niederländische und niederdeutsche Täufertum auf die Katastrophe von Münster die Aufgabe jeglicher millenaristischen Vorstellungen, vielmehr bestimmten nun Gewaltlosigkeit, der Rückzug auf eine biblizistische Ethik und eine zurückgezogene Existenz des täuferischen Selbstverständnisses. Also wenn man sagen kann, dass die Artikel von Schleitheim 1527 nicht sofort im niederdeutschen Täufertum rezipiert worden sind, ist es dann spätestens mit Münster 7 Jahre später der Fall. Zusammengefasst lässt es sich sagen, in der Mitte der 30er Jahre des 16. Jahrhunderts, zu einem Zeitpunkt, als die anderen evangelischen Konfessionen gerade erst begannen, ihre bekenntnismäßigen und organisatorischen Grundlagen zu formulieren und zu festigen, war für die Täufer, sei es in der Schweiz und Oberdeutschland, sei es in Norddeutschland und den Niederlanden, bereits klar, dass es für sie keine obrigkeitlich getragene, juristisch ausformulierte Rechtskultur mit Einbeziehung in das reichsrechtliche System geben würde und konnte. Während sich das lutherische und reformierte Kirchenrecht auch in Auseinandersetzung mit dem römischen Recht und dem kanonischen Recht positionieren und entfalten konnte, blieben die Täufer rechtlich in einer marginalen und prekären Situation, meist abhängig von territorial oder lokal gewährten Tolerierungen und regelmäßig bedroht von Ausweisungen und erzwungener Migration, wobei Ausnahmen wie in den nördlichen Niederlanden ab der Union von Utrecht 1579 die Regel bestätigen. Die Ausbildung einer eigenständigen Rechtskultur wurde zudem auch durch die Abwendung oder den Ausschluss der Täufer von der akademischen Ausbildung verhindert. Zwar entstanden einige der führenden Täufertheologen der ersten Generation akademisch gebildeten Kreisen, unter anderem auch der Autor der Schleitheimer Artikel Michael Sattler, doch verhinderten die rechtlichen Rahmenbedingungen täuferischer Existenz und der Biblizismus die Etablierung akademischer Traditionen und theologischer oder gar juristischer Schulen. Ein Phänomen wie die Akademie in Raków, in der die polnischen Antitrinitarier über mehrere Generationen hinweg auf universitärem Niveau Theologen ausbilden konnten, findet sich für das Täufertum nicht. Auch deshalb konnte sich bei den Täufern keine zu den anderen Konfessionen analoge Jurisprudenz entwickeln, also keine Abgrenzung gegen oder Adaption an kanonische Rechtsbestände, keine produktive Fortentwicklung und Ausdifferenzierung juristischer Denkschulen, keine Praxis der Rechtsetzung auf Territorialebene durch Kirchenordnung oder auf der Gemeinde- und Kirchenebene durch eine Synodal- oder Klassikalordnung, wie sie auf der Emder Synode für die niederländisch Reformierten entworfen wurde. Auch ein weiteres primär für die Ausbildung einer Konfession, dann auch für die jeweiligen Rechtskulturen konstitutives Element, nämlich die kirchenordnungsstiftende Funktion der schriftlichen Bekenntnisse, stellt sich bei der Vielzahl der täuferischen Gruppen anders dar. Zwar führten die individualisierte Frömmigkeit und die Verhörpraxis im Zusammenhang der Verfolgung anfangs zur Formulierung zahlreicher individueller Glaubensbekenntnisse, die häufig im Rahmen von Verhörprotokollen überliefert sind. Aber eine gruppenbildende Verbindlichkeit, wie die Confessio Augustana in den lutherischen Landeskirchen oder etwa die hugenottische Confession de Foix, blieb bei den frühen täuferischen Bekenntnissen zunächst aus. Diesen Befund fallen die Schleitheimer Artikel vielleicht raus. Und auch für die mährischen Brüder kann man mit der Rechenschaft von Peter Riedemann ein Individualbekenntnis anfügen, das später in die Rolle einer kollektiv rezipierten Bekenntnisschrift gelangt ist. Aber das sind nur Einzelfälle. Erst in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts begannen täuferische Gruppen in den Niederlanden lehrhafte Bekenntnisse zu formulieren, mit denen die jeweilige Gruppenidentität gestärkt werden sollte. Sie bildeten in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts die Grundlage für Versuche, Spaltungen innerhalb der Gemeinden zu überwinden. Sie erreichten etwa im Dordrechter Bekenntnis von 1632 eine weitergehende Gültigkeit und erschienen schließlich ab den 1660er Jahren auch im Druck.
Zu den in diesen Bekenntnissen immer festgehaltenen Positionen gehören die Artikel über das Amt der Obrigkeit, die Gewaltlosigkeit und die Ablehnung des Eids, mithin Punkte, die schon in den Schleitheimer Artikeln behandelt wurden. Wenn sich von täuferischer Rechtskultur sprechen lässt, findet sie in diesen Glaubensartikeln noch ihren deutlichsten Ausdruck. Die Artikel dienen als Bekenntnisse der Selbstvergewisserung und damit zur Gruppenbildung nach innen, enthielten aber auch eine Positionierung gegenüber weltlichen Obrigkeiten und der nicht täuferischen Umwelt und erfüllten damit die Funktion der Abgrenzung nach außen. Viele dieser Artikel wurden formuliert, um Spaltungen innerhalb der täuferischen Gruppen zuvorzukommen oder Vereinigungen vorzubereiten. Gegenstand des Dissenses war häufig die Strenge des Banns und die Akzeptanz von Ehen mit Nicht-Täufern, also jeweils Fragen von Zugehörigkeit oder Schärfe der Abgrenzung auch zur nicht-täuferischen Umwelt. Doch auch wenn sich darin ein täuferisches Selbstverständnis im Unterschied zur nicht-täuferischen Umwelt formulierte, erscheint die Einordnung dieser Bekenntnisse als Dokumente der Rechtskultur als Überdehnung des Begriffs, denn die Argumentationen blieben der Gattung des Bekenntnisses entsprechend auf der Ebene typischer Belegstellen und bezogen keineswegs juristische Argumentationen weltlichen oder geistlichen Rechts mit ein. Und die Verbindlichkeit dieser Bekenntnisse erstreckte sich nur so weit, wie sie von einzelnen Gemeinden oder Gemeindegruppen anerkannt und übernommen wurden. Über diese Bekenntnisartikel hinaus erlaubt die Beschäftigung mit den Gesprächsprotokollen, oder habe ich die Folie überblättert? Religionsgespräche und diskursive Entscheidungsfindung durch Täufergespräche. Über diese Bekenntnisartikel hinaus erlaubt die Beschäftigung mit den Gesprächsprotokollen der Religionsgespräche mit täuferischer Beteiligung, etwa den pfälzischen Gesprächen in Feddersheim und Frankenthal oder dem Emder-Gespräch von 1578, einen Einblick in die Denkweisen der täuferischen Gesprächspartner. Bezeichnenderweise findet die große Mehrzahl dieser Gespräche zwischen reformierten und täuferischen Theologen statt. Doch darf man natürlich nie die asymmetrische Gesprächssituation aus dem Blick verlieren, wenn man sich mit diesen Texten beschäftigt. Als Ausweis einer täuferischen Rechtskultur kann man sie aufgrund der defensiv-apologetischen Grundhaltung der Gespräche kaum betrachten. Oder vielleicht gerade, wenn es eine Rechtskultur gab, dann formulierte sie sich als mehr oder weniger freiwillige Antwort auf die Anforderungen der Umwelt der Täufer, die Stellungnahmen und konfessorische Elemente von ihnen einforderten, jedoch nicht im neutralen Erkenntnisinteresse, sondern in der Erwartung, zur Überwindung der täuferischen Positionen beizutragen und die Täufer zurückgewinnen zu können. Das letztliche Scheitern all dieser Gespräche besteht in der Nichterfüllung dieser Erwartung, doch auf der kommunikativen Ebene boten die Gespräche und ihre Protokolle beiden Seiten die Möglichkeit, ihre Positionen zu entfalten und im Druck zu propagieren und somit zu versuchen, nachträglich die Deutungshoheit zu erreichen. Die interkonfessionellen Religionsgespräche lenken den Blick auf ein weiteres Element täuferischer Konfessionskultur. In der Mangelung von übergreifenden Strukturen, seien es Elemente obrigkeitlichen Kirchenregiments oder klassikal-synodaler Form, spielte die diskursive Entscheidungsfindung oberhalb der Gemeindeebene der täuferischen Bewegung eine wichtige Rolle. Auf einer Vielzahl von Gesprächen zwischen Vertretern von täuferischen Gemeinden, die ein wie auch immer begründetes Zusammengehörigkeitsgefühl verband, von Schleitheim und Augsburg 1527 über Bocholt 1536 oder Wismar 1554 sowie Straßburg in den 1550er oder 60er Jahren, wurden auf solchen Treffen übergreifende Probleme besprochen und die Ergebnisse häufig in Artikeln niedergelegt. Zwar konnten diese Dokumente keine größere Verbindlichkeit beanspruchen, als die Beteiligten selbst ihnen zusprachen, und als nach innen gerichtete Einigungsbemühungen erfuhren sie eine wesentlich geringere Publizität und wurden seltener gedruckt als die Artikel oder Protokolle der Gespräche zwischen Täufern und nicht-täuferischen, meist gegnerischen Gesprächspartnern. Nebenbei besagt, sind sie auch in der Forschung sehr viel weniger berücksichtigt. So konnte sich nicht, anders als bei den reformierten oder lutherischen Kirchen, durch Synodalbeschlüsse oder Kirchenordnungen eine verbindliche Rechtsgrundlage entwickeln. Doch wurden immer wieder in entscheidenden Momenten der täuferischen Bewegung Konsolidierungen oder Weichenstellungen für die weitere Entwicklung durch Gespräche und deren Artikel oder Beschlussformeln vorgenommen.
war nur schwerlich dem Bereich der Rechtskultur zuzuordnen, nehmen auch die Martyriumsberichte, textlich explizite und auch visuelle Darstellungen der Hinrichtungen von Täuferinnen und Täufern für das täuferische Selbstverständnis und damit für die täuferische Konfessionskultur zweifellos eine wichtige Rolle ein. Die Erfahrung des Martyriums und der erzwungenen Migration prägte täuferische Existenz von Anfang an und blieb als dauerhafte Bedrohung im Reichsgebiet durch das gültig bleibende Täufermandat von Speyer 1529 präsent. Gesammelt und gedruckt ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also nach dem Abebben der schlimmsten Verfolgungen, tragen die Martyriumsberichte zur genuinen täuferischen Positionierung gegenüber der Umwelt bei. Die nicht-täuferische Welt mit ihrem weltlichen Recht steht mit Verfolgungsdruck und Vernichtungswillen den täuferischen Gemeinden gegenüber, deren Nichtbeteiligung an den weltlichen Ordnungen auch durch die Verfolgungserfahrungen begründet ist. Gerade in der Umbruchphase, die sich in der Zeit ab den 1660er Jahren für viele Elemente täuferischer Existenz konstatieren lässt, als die weltabgewandte Position der Gemeinden fraglich wurde, wirkten die Sammlungen Het Offer des Heeren, das ist dieses hier, und auch der sogenannte Märtyrerspiegel Het Blutig Toneel von Tielemann van Bracht, sie wirkten in hohem Maße identitätsstiftend für die verschiedenen Gruppen in den Niederlanden, im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Sie bestärkten das Gefühl der Opposition und der durch die Blutzeugen belegten Trennung von der Welt. Das Gleiche gilt auch für die täuferischen Lieder, wie sie etwa in den hutterischen Handschriften und zahlreichen Sammlungen verbreitet sind. Verfolgung, Martyrium, Flucht und Migration als Reaktion auf veränderte rechtliche Bedingungen erscheinen in diesen Berichten und Glaubenszeugnissen als Kernelement täuferischer Existenz. Sie fungieren als Basistexte täuferischer Frömmigkeitsliteratur und als wichtiges Element einer spezifisch täuferischen Konfessionskultur. Ein Proprium täuferischer Theologie, das schon angeklungen ist, sollte wegen seiner Bedeutung für die täuferische wie nicht täuferische Rechtssituation noch einmal explizit hervorgehoben worden werden, die Verweigerung gegenüber dem Schwören von Eiden. Sie trat schon in den Zürcher Anfängen als sichtbares Zeichen abweichender täuferischer Rechtspraxis in alltäglichen Zusammenhängen hervor. Im 7. der Schleithammer Artikel, Entschuldigung, wird die Ablehnung promissorischer Eide mit der menschlichen Unfähigkeit, diese zu halten, begründet. Und die Eidesleistung mit Verweis auf Matthäus 5, 37, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Bösen verworfen. Ich erlaube mir hier einen kleinen Scherz. Das entsprechende Zitat von Zwingli in seiner Schrift gegen die Schleithammer Artikel habe ich Ihnen hier beigefügt und in einer eigenen Übersetzung angeführt. Und ich habe festgestellt, Google Translate bietet jetzt auch Lateinübersetzungen an. Und das habe ich dann gleich mal ausprobiert. Die Übersetzung von Google finden Sie hier und können gerne einen Textvergleich vornehmen. Was Sie mehr überzeugt, sozusagen. Schon Zwingli formulierte in seiner Schrift Elentius, die sich gegen die Schleithammer Artikel richtete, die grundstürzende Wirkung der Eidesverweigerung. In seiner Schrift von der Wiedertäuferin Ursprung setzte sich auch Heinrich Bullinger 1560 im Detail mit der täuferischen Argumentation auseinander. Häufig wurden das Thema der Eidesleistung und deren exegetische Begründung auch bei Religionsgesprächen diskutiert. Die Auswirkungen der Eidesverweigerung für das Alltagsleben in der frühen Neuzeit kann man, wie Sie alle wissen, sich kaum einschneidend genug vorstellen. Der Eid konstituierte die landesherrliche Obrigkeitsgewalt, das städtische Bürgerrecht, die Zugehörigkeit zu zünftischen Vereinigungen, alle alltäglichen Rechtsgeschäfte bis hin zu strafrechtlichen Kontexten. Schon ihre einfache, biblizistisch begründete Abweichung von der allgemeinen gesellschaftlichen Praxis des Eidschwurs stellte die Zugehörigkeit der Täufer zur bisherigen Rechtskultur grundstürzend in Frage und begründete durch die Infragestellung eines
Grundprinzips der Gesellschaftsordnung notwendigerweise eine eigene Rechtskultur. Die Eidesverweigerung löste auf Seiten der Obrigkeiten, aber auch auf Seiten der lokalen Gemeinde meist tiefes Misstrauen aus. Der Vorwurf, Aufruhr und Umsturz zu planen, wie er dem Täufermandat des Speyerer Reichstags zugrunde lag, gewann gegenüber einer Gruppe, die sich nicht auf die weithin als gültig angesehenen Verpflichtungsmechanismen festlegen wollte, natürlich an Plausibilität. Am Ende des 16. Jahrhunderts fanden sich pragmatische Lösungen wie Obrigkeiten und Täufer, die Situation der Eidesverweigerung umgehen konnten, etwa indem sie auf entsprechend umgestaltete Selbstverpflichtungsformeln mit Ja antworten konnten. Eine kleine Nebenbemerkung zur Forschung. Wie sehr die Täufer aus dem Kontext der frühneuzeitlichen Rechtskultur und der gesellschaftlichen Sicherheitssysteme herausfallen, zeigt sich auch auf der Forschungsebene, wenn man sich mit dem rechtlichen Rahmen täuferischer Existenz beschäftigen möchte. Über die grundsätzliche reichsrechtliche Rahmung durch das Edikt von Speyer hinaus gab es eine Vielzahl von lokalen Mandaten, Verboten, Ausweisungsbeschlüssen, Androhungen von Bestrafungen und so weiter. Doch über eine mehrseitige, lücken- und fehlerhafte, schlichte Auflistung solcher Regelungen im Artikel Mandate des mennonitischen Lexikons hinaus fehlt eine systematische Sammlung und Erschließung dieses Materials, indem man ex negativo die eine Entsprechung zu den evangelischen Kirchenordnungen der Seligsten Edition sehen könnte. Zwar sind einzelne Ordnungen oder Täufermandate evangelischer Obrigkeiten tatsächlich in der Seligen Edition vor allem in den neueren Bänden aufgenommen, doch besonders für das Täufertum Nordwest- und Nordosteuropas, von den Niederlanden bis in die Siedlungsgebiete an der Ostsee, für die es eine Entsprechung zu den verdienstvollen Editionsbänden Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz und in Süddeutschland nicht gibt, sind die Quellen nur mühsam und einzelfallbezogen zu finden. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Mandate gegen die Täufer, sondern auch für die positiven Privilegierungen, die Täufergemeinden im Norden des Reichs und in Polen im späten 16. und im 17. Jahrhundert mit den lokalen Autoritäten aushandelten. Ein Forschungs- und Editionsprojekt unter dem Titel Die rechtlichen Rahmenbedingungen täuferischen Lebens in der frühen Neuzeit verspräche eine umfangreiche und lohnende Arbeit. Der kanadische Täuferforscher Michael Dreacher formuliert prägnant: In ihrem Bemühen, keinen Verdacht aufkommen zu lassen, sie seien Nachfahren von Thomas Münzer und den Täufern zu Münster, wurden aus den Mennoniten sich selbst verwaltende Gemeinschaften konformer Nonkonformisten. Sie verliehen ihrer religiösen Nonkonformität einen politisch konformen Charakter und kamen der obrigkeitlich dirigierten Sozialdisziplinierung durch eine Selbstdisziplinierung der Gemeinde zuvor. Seine auf Englisch erschienene Studie über die Mennoniten in Altona stellt Dreacher unter das Oxymoron der Obedient Heretics. Hans-Jürgen Görz spricht für die nachreformatorische Zeit von einer binnengeleiteten Sozialdisziplinierung. Ein Zitat: Druck, der von den Gemeinden auf ihre Mitglieder ausgeübt wurde, um Lehr- und Verhaltenskonformität in den eigenen Reihen zu erreichen. Binnengeleitet ist diese Sozialdisziplinierung, weil die Gemeinde in vorauseilendem Gehorsam den Disziplinerwartungen der Obrigkeit entsprach, mit dem Ziel, den Stand der Gemeinden in Staat und Gesellschaft zu festigen. Zitat Ende. Zwar ließe sich fragen, ob bei dieser Akzentsetzung nicht die theologische Motivation der Orientierung an der biblischen Bannpraxis zu kurz kommt. Schließlich ist die Bannpraxis von Beginn an konstitutiv für alle täuferischen Gemeinden und wurde überall und unabhängig von politischen Umständen und Anforderungen der jeweiligen weltlichen Obrigkeiten aufrechterhalten. Doch im Endeffekt fügten sich die Täufergemeinden mit ihrem Verhalten in das Phänomen der frühneuzeitlichen Sozialdisziplinierung ein. Es verband sich die theologische Vorstellung von der durch die Bannpraxis gewährleisteten Reinheit tatsächlich mit der Haltung als Gemeinden ohne Flecken und Runzeln, so immer die Formulierung, gegenüber der weltlichen Obrigkeiten wenig Angriffspunkte zu bieten und sich soweit möglich von den Münsteraner Täufern oder den gewaltbereiten Badenburgern oder anderen abzugrenzen.
Entsprechend vermieden viele Täufer Selbstbezeichnungen, sprachen sich gegenseitig als Schwestern und Brüder an und verwahrten sich gegen die Benennung als Wiedertäufer. Erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Selbstbezeichnung als Mennoniten gebräuchlich, während sich in den Niederlanden die Rede von den Taufgesinnten, Doopsgezinde, üblich wurde. Diese Konformität und freiwillige Selbstdisziplinierung der Täufer, die nicht selten wirtschaftliche, erfolgreiche Händler oder spezialisierte Handwerker waren, machten sie zweifellos zu attraktiven Untertanen für Landesherren, die um die Neugründung von Städten und die Ansiedlung von besteuerbaren Anwohnern bemüht waren. So entstand ein rechtlicher Flickenteppich. Herrschaftsgebiete, in denen scharfe antitäuferische Edikte und Mandate erlassen wurden, wechselten sich ab mit Regionen oder Orten, in denen ab der Mitte des 16. Jahrhunderts eine stillschweigende Tolerierung praktiziert wurde, oder es vereinten sich sogar beide Haltungen in ein und demselben Gebiet. In Ostfriesland etwa boten die Herrlichkeiten, also die Adelssitze der Häuptlingsfamilien mit eigenständiger Rechtshoheit, wie Oldersum oder Göden, schon in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts den Täufern Aufnahme, obwohl die Regentin Ostfrieslands, Gräfin Anna, auch auf Druck des Kaisers, noch scharfe Edikte gegen die Täufer erließ, deren Durchsetzung allerdings selten verfolgt wurde, um Vermehrungsstadt und Lande willen, wie es in der Polizeiordnung heißt. Ähnliches scheint für Holstein gegolten zu haben, wo Menno Siemanns von 1554 bis zu seinem Tod 1561 gelebt hatte. Der Grundherr von Gut Fresenburg, dem Wohnort von Siemanns, Bartholomäus von Ahlefeld, gewährte Simon selbst und anderen mennonitischen Familien Aufnahme gegen Zahlung einer jährlichen Steuer von einem Reichstaler. Spätestens ab dem 17. Jahrhundert trat zunehmend die Privilegierung von Täufergemeinden als Gegenstück zur generellen Kriminalisierung hinzu. Das obrigkeitliche Interesse an Wirtschaftskraft und handwerklichen Kenntnissen der Täufer und den finanziellen Gegenleistungen für die Privilegien geriet zunehmend in Spannung mit der fortdauernden theologischen Bekämpfung durch die evangelischen Pfarrer lutherisch wie reformiert. Wie das Beispiel Hamburg zeigt, konnten geringere konfessionelle Engstirnigkeit durchaus als Wirtschaftsfaktor wirken. Das schauenburgische und später dänische Altona profilierte sich als Konkurrenz unmittelbar vor den Toren der Hansestadt. Die große Freiheit gleich hinter der Stadtgrenze zu Hamburg markierte nicht nur den Beginn der Gewerbefreiheit, sondern auch der religiösen Toleranz. Neben ihren Handelsbeziehungen und handwerklichen Fähigkeiten waren die mennonitischen Siedler auch wegen ihrer Spezialkenntnisse im Wasserbau und Meliorationswesen begehrt. Überall in den Küstengebieten von Nord- und Ostsee, in Holstein wie im königlichen Preußen, kam es zur Ansiedlung von Gemeinden, die sich auf Entwässerungs- und Deichbautechniken verstanden. Gemeindeordnung und Konsensartikel. Nach dem vorhin nur am Rande erwähnten frühen Gemeindeordnung der mährischen Brüder kam es ab dem Ende des 16. Jahrhunderts auch in mennonitischen Gemeinden in den Niederlanden und Nordwestdeutschland zur Formulierung von Gemeindeordnungen mit Ämter- und Zuchtordnungen und Ansätzen von Glaubensbekenntnissen. Die Ordnungen bilden sozusagen die Kehrseite des Prozesses einer Ausdifferenzierung innerhalb des Täufertums. Diese vollzog sich gewissermaßen durch Spaltungen, die sich häufig über Fragen der Gemeindeorganisation, der Tolerierung von Kontakten zu Nicht-Gemeindemitgliedern und der Kirchenzucht auftaten, also besonders über Fragen, die das Prinzip der Absonderung und Reinhaltung der Gemeinde betrafen. Gemeinden, die zu einer nachsichtigeren und solche, die zu einer strengeren Grundhaltung neigten, schlossen sich zusammen und bildeten Gruppierungen, die zwar regionale Bezeichnungen wie Friesen, Flamen oder Waterländer trugen, aber keine rein geografischen Aufteilungen repräsentierten. Um diese zahlreichen Zersplitterungen zu überwinden, wurden vielfach Konsensartikel formuliert. So kam es zu Dokumenten wie den bereits Kölner Artikel von 1591, den Oliftaxken, den Olivenzweigen von 1627 oder die Dortrechter Artikel von 1632, die hatte ich schon erwähnt. Mit letzteren wurde, auch in Aufnahme von Positionen aus dem Schleitheimer Artikel, tatsächlich eine Einigung flämischer Gemeinden erreicht. 1664 in deutscher Übersetzung durch Thielemann von Sittert gedruckt, wurden die Dortrechter Artikel auch von den Süddeutschen und Elsässer
aber nicht von den Schweizer Täufern angenommen oder rezipiert. Diese Artikelsammlungen formulierten meist grundsätzliche täuferische Glaubensüberzeugungen zu Gottes Lehre und Christologie, Glaubenstaufe, Abendmahl und Bannpraxis, zur Lehre von der weltlichen Obrigkeit und zum Umgang mit Gemeindegliedern, die nicht täuferische Ehepartner hatten. In diesen Artikelserien und den durch sie konstituierten Gemeindezusammenschlüssen kann man Mutatis Mutandis, konfessionelle Gliederungen innerhalb des Täufertums erkennen. Schließlich sei noch ein Blick auf die Rechtskulturen oder besser Rechtspraktiken geworfen, die im Zuge der Revision und Modifikation des Konfessionalisierungsparadigmas verstärkt in den Blick geraten sind, nämlich die alltäglichen Religious Interactions zwischen verschiedenen Konfessionen oder religiösen Gruppen. Auf der Ebene der alltäglichen Begegnungen kam es im Laufe der Zeit zu einem rivalisierenden, aber letztlich nicht notwendig konfliktbelasteten Nebeneinander von Täufern und ihrer anderskonfessionellen, vor allem reformierten Umwelt. So waren die Täufer in den nördlichen Niederlanden der Union von Utrecht seit 1579 offiziell geduldet, solange die Vorrangstellung der reformierten Publique Kerk gewahrt blieb, und sie bildeten in manchen Orten sogar die größte Glaubensgemeinschaft. In einem neueren Aufsatz unterscheidet Benjamin Kaplan im Hinblick auf diese alltäglichen Begegnungssituationen, Zitat, two aspects of toleration, nämlich discourse und behavior. Damit ist erfasst, dass es durchaus weiterhin auf der Ebene der theologischen Auseinandersetzung eine konfliktorientierte Rivalität zwischen täuferischen und anderen evangelischen Theologen gab, besonders die Prediger in Städten wie Hamburg, die im 17. Jahrhundert zunehmend Mennoniten und andere Glaubensgruppen duldeten, führten den Diskurs in Form scharfer Beurteilung von den Kanzeln und den Streitschriften fort und stellten sich damit gegen ihre politischen Obrigkeiten, die zunehmend eine tolerant-pragmatische Haltung einnahmen. Ein Vorreiter einer anderen Haltung ist, und ich nehme dann damit Bezug auf das Referat meiner Biografie, das Andreas einleitend gemacht hat, ein Vertreter einer anderen Haltung ist Johannes Alasko, der während seiner Tätigkeit als ostfriesischer Superintendent in Emden individuelle Glaubensprüfungen von aus den Niederlanden nach Emden kommenden Glaubensflüchtlingen praktizierte, anstatt diese pauschal ausweisen zu lassen. Und er führte Religionsgespräche mit Menno Simons und David Joris als Versuche konstruktiver theologischer Auseinandersetzung, auch wenn es als Ergebnis eher auf beiden Seiten zu Enttäuschungen kam. Diese Form von Diskurs wurde in Emden später mit den schon erwähnten Gesprächen von 1578 weitergeführt. Während so der Diskurs zwischen Täufern und Reformierten konfliktorientiert blieb, zeigen sich auf der alltagspraktischen Ebene des Behavior durchaus Berührungspunkte. Die lassen sich anschaulich in den Protokollen des Emder Kirchenrats aufzeigen, die an zahlreichen Stellen belegen, dass es zu Kontakt, manchmal sogar Zusammenarbeit, aber auch Rivalität zwischen Mitgliedern des reformierten Kirchenrats und der Mennonitengemeinde der Stadt kam. Konkurrenz und Nähe bestimmten das Verhältnis auf beiden Seiten. Die Täufer wurden durchaus als auch als diejenigen wahrgenommen, die ein ethisches Leben und konsequente Gemeindezucht auf überzeugende Weise lebten und die reformierten Bemühungen um Kirchenzucht ihrerseits als unzureichend in Frage stellten, wie ein Eintrag in den Protokollen des Emder Kirchenrats ausweist, über die ich, was Andreas nicht erwähnt hat, meine Magisterarbeit geschrieben habe und die mir seitdem ans Herz gewachsen sind. Ich habe es vorsichtshalber ins Hochdeutsche übersetzt und erspare Ihnen jetzt mein brüchiges Niederdeutsch. Heres Lemender ist angesprochen worden, warum er nicht am Abendmahl teilnimmt. Darauf hat er geantwortet, wir, also der reformierte Kirchenrat, würden den breiten Weg wählen, er aber den schmalen Weg, das war eine Anspielung auf Matthäus 7, weil wir Gierige und Hoffärtige zulassen. Deshalb könne er nicht am Abendmahl teilnehmen. Er hat auch eine Erklärung von uns verlangt, warum wir Kinder gottloser Eltern taufen. Darüber hat ihm Gellius Faber eine Unterrichtung zugesagt. Die Täufer fungierten damit als Herausforderung für ihre Umwelt, die mit ihrer konsequenten Zuchtpraxis ihren reformierten Nachbarn zum Teil vorbildhaft erschienen. Ihre rechtliche Situation am Rand der Gesellschaft
führte dazu, dass ihnen bestimmte Bereiche der Teilhabe verschlossen blieben, ermöglichte ihnen aber zugleich eine höhere Verbindlichkeit der Gemeindezugehörigkeit. Die vorangegangenen Überlegungen konnten nur eine sehr skizzenhafte Übersicht über die rechtlichen Aspekte täuferischer Existenz im 16. und 17. Jahrhundert bieten und bedürfen in vielerlei Hinsicht der Differenzierung und weiteren Erläuterung. Sie mögen aber schon Anhaltspunkte für eine tentative Antwort auf die Frage liefern, ob es so etwas wie eine täuferische Rechtskultur gab. In entscheidenden Bereichen dessen, was als Proprium frühneuzeitlicher Konfessionen ausgemacht worden ist, die Bindung an ein schriftlich fixiertes Bekenntnis, kirchenbildende und ordnende Strukturen, Verbindung mit den Instanzen weltlicher Obrigkeit, Sozialdisziplinierung, durchliefen die Täufer eine andere Entwicklung als die katholischen und die großen protestantischen Konfessionen. Durch Unterdrückung und Verfolgung, später durch Assimilation, Duldung und schließlich Privilegierung, bildeten sich jedoch analoge, quasi-konfessionelle Formen täuferischen Lebens heraus, die, wie im Vorangehenden untersucht, die Rede von einer täuferischen Konfessionskultur rechtfertigen können, vielleicht sogar eine spezifischere Konturierung erlauben, als es etwa zwischen den beiden großen protestantischen Konfessionen möglich ist. Dabei spielte der Faktor des Rechts, wie gesagt, für die Täufer eine wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Rolle. Durch die passive reichsrechtliche Kriminalisierung einerseits, die aktive Eidverweigerung und Absonderung andererseits prägten die rechtlichen Rahmenbedingungen täuferischer Existenz von Beginn an in grundlegender Weise. Auch als sich im Laufe der Jahrzehnte die Verfolgungssituation in einigen Gebieten in prekäre Duldung oder sogar Privilegierung wandelte, blieb die rechtliche Stellung ein Unsicherheitsfaktor. Immer wieder mussten Täufer auch auf verschlechterte Rechtsverhältnisse mit erneuter Migration reagieren. So wie Martyriumserfahrungen, strikter Biblizismus, weltabgewandte Gemeindebezogenheit und Zuchtpraxis sowie die Bereitschaft zur Migration als prägende Elemente täuferischer Konfessionskultur ausgemacht werden können, so ist die rechtliche Sondersituation als Proprium anzusehen, das sich in verschiedenen Formen ausprägte. Insofern ist die Rede von einer täuferischen Rechtskultur vertretbar. Es kam zwar nicht zu einer quasi-konfessionellen täuferischen Jurisprudenz, denn die Täufer blieben rechtlich in einer marginalen Position und konnten und wollten an den allgemeinen Diskursen von Rechtswissenschaft und Rechtsgestaltung keinen Anteil nehmen. Doch indem die Täufer duldsam und passiv ein Gegenmodell zur konfessionellen Verflechtung von weltlichen und kirchlichen Strukturen lebten und sich deren rechtliche Grundlagen, soweit ihnen möglich, entzogen, trugen sie langfristig zu deren Aufweichung bei. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.